Hallo ihr Lieben und erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Lena und ich freue mich ganz doll, dass wir heute Morgen hier zusammengekommen sind, um diesen wunderschönen Tag mit Yoga zu beginnen. Und congratulations, ihr habt bereits das Schlimmste hinter euch. Ihr habt euer Outfit an, ihr sitzt auf eurer Matte, also kann es jetzt eigentlich auch schon direkt losgehen. Noch zwei ganz kleine Sachen, bevor wir dann so wirklich loslegen. Nummer 1. Was könnt ihr von heute erwarten? Das wird eine Praxis, die sowohl für Anfänger, Mittelstufe und natürlich auch Fortgeschrittene geeignet ist. Ich werde recht viel erklären und die Übung eher langsam und vorsichtig und achtsam ausführen, damit auch Anfänger gut mitkommen und wir möglichst niemanden verlieren im Rahmen der Stunde. Für alle fortgeschritteneren Jugend, wenn ihr mit irgendwas, was ich hier tue, nicht d'accord geht, alles cool, you do you. Ich versuche einfach nur, uns alle bestmöglich anzuleiten. Nummer 2. Für alle, die sich in einer Asana, die jetzt vielleicht in der kommenden Stunde kommen könnte, unwohl fühlen oder ihr das Gefühl habt, so, that's not my cup of tea. Alles cool. Wenn ihr eine Pause braucht oder wenn ihr die Asana gar nicht mögt, just quit it. Ich meine, wir machen das jetzt hier nicht, um einen Wettbewerb zu gewinnen, sondern einfach nur, um fröhlicher, gelassener in den Tag zu starten. Super. Dann würde ich sagen, genug geredet, lasst uns loslegen. Gut. Dann würde ich euch einladen, falls ihr nicht so schon seid, dass wir uns in einem bequemen Sitz auf unserer Matte treffen. Und jetzt rollen wir einmal die Schultern zurück. Und lass sie tief nach hinten und unten sinken. Und schließe gerne deine Augen. Und komm erstmal hier auf deiner Matte an diesen Tag an. Ich würde gerne die Stunde beginnen, indem wir 3 tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen. Atme ein und sag dir selbst Guten Morgen. Atmen, lösen aus. Einatmen, begrüße diesen wunderschönen Tag, der vor dir liegt. Und ausatmen. Und ein letztes Mal einatmen und begrüße alle, die heute Morgen mit uns zusammengekommen sind, um Yoga zu üben. Und ausatmen. Fantastisch. Lass gerne die Augen geschlossen und komm jetzt erst einmal im Rückenlage. Leg dich ganz bequem hin. Lass deine Beine hüftbreit oder breiter liegen und die Arme bequem liegen im Körper. Spür jetzt erstmal, wie dein Körper heute auf der Matte sich anfühlt. Nimm dir ruhig die Zeit. Spür, welche Gedanken und welche Gefühle für dich heute Morgen präsent sind. Vielleicht sollst du heute noch einen Vortrag halten und bist aufgeregt oder irgendwas Schönes wartet heute noch auf dich und du bist voller Lebensfreude. Nimm es einfach nur wahr. Und dann nimm auch mal wahr, wie dein Körper sich heute Morgen fühlt. Hast du vielleicht irgendwie Schmerzen? Oder fühlt sich irgendetwas unangenehm eng an? Nimm es einfach nur wahr. Und als erste Übung würde ich gerne, dass wir zusammen in eine Übung des Pranayama gehen, also eine Atemübung. Dazu bleib einfach ganz bequem liegen, aber wenn du magst, leg deine Hände rechts und links neben deinen Bauchnabel auf deinen Bauch. Und jetzt hier im Liegen beginne ganz tief in den Bauch einzuatmen.
und ganz langsam und sanft wieder ausatmen. Einatmen. Atme in deine Hände ein. Spür, wie die Hände auseinanderreichen und wie sie mit der Ausatmung wieder zusammensinken. Ein. Atme tief in deinen Bauch und spür, wie dein Bauch wie ein Ballon aufgeblasen wird. Und aus. Werde wieder ganz leer. Und tief ein. Und aus. Und dieses Atemmuster halten wir noch für 10 ganz tiefe Atemzüge auf. Einatmen, nimm frische Energie auf. Ausatmen, atme alles Alte aus. Ein und aus. Und noch 8 tiefe Atemzüge in deinem Tempo. Noch einmal tief ein und ganz lösend wieder ausatmen. Sehr schön. Und dann stell dich langsam auf Bewegung ein. Wenn du magst, reck dich oder still. Reck dich. Geh vielleicht nochmal, streck die Arme über den Kopf. Und dann zieh einmal die Knie ran zur Brust, umarme die Knie und beginne über den unteren Rücken zu kreisen. Ganz langsam, genau in dem Tempo, das du heute Morgen brauchst. Mach die Kreise so groß. Oder so klein, wie sich heute Morgen gut für dich anfühlt. Noch 2 Atemzüge hier. Spür die Nähe zu dir und die Wärme, die von deinem Körper ausgestrahlt wird. Und dann komm zur Mitte. Und wir wollen jetzt in eine sitzende Position gehen. Dafür kannst du entweder über die Seite kommen oder du greifst unter deine Kniekehlen und beginnst ganz vorsichtig von vorne nach hinten über deine Wirbelsäule zu rollen. Es ist noch früh am Morgen, also fang mit ganz, ganz kleinen Bewegungen an. Lass die Schultern entspannen. Und wenn du soweit bist, dann komm in eine sitzende Position. Auf deiner Matte. Sehr gut. Mach dich jetzt ein bisschen bequem. Wähle die Twists, die jetzt folgen, gerne den Schneidersitz. Richte dich hier nochmal gut auf. Finde nochmal deinen Sitzbeinhöcker auf der Matte und richte dich von denen auf. Zieh deine Wirbelsäule in die Länge. Stell dir vor, du hast ein Faden an deinem Kopf, der dich noch wirklich hochzieht, sehr gut. Mit der nächsten Einatmung hebt die Arme nach oben, wachse und mit der Ausatmung twist nach rechts, linke Hand aufs rechte Knie und rechte Hand hinter dem Körper, blick nach rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, twist nach links, rechte Hand aufs linke Knie, linke Hand hinter dem Körper. Einatmen, Mitte und Twist nach rechts.
Einatmen, bitte. Und ausatmen, Twist nach links. Zweimal genauso. Einatmen, komm zur Mitte, wachse. Ausatmen, Twist nach rechts. Einatmen, streck die Hände zum Himmel, blick zu den Händen. Und ausatmen, nach links. Einatmen, Hände nach oben, blick nach oben und ausatmen, Hände vors Herz. Dann kommen wir einmal in den Vierfüßlerstand. Und wir beginnen, unsere Handgelenke etwas zu mobilisieren, indem wir von hier aus kleine Kreise mit dem Körper machen. Und so unsere Handgelenke ganz, ganz sanft massieren. Dabei tief ein- und ausatmen. Und dann vielleicht einmal ein bisschen wechseln. Atme ein und tief aus und bring deine Aufmerksamkeit in deine Handgelenke, wie sie sich heute Morgen anfühlen und welche Größe der Kreise für dich angemessen ist. Sehr gut. So, mit Mobilisation der Wirbelsäule wollen wir jetzt einmal in Katsuki gehen. Das heißt, mit der Einatmung komm ins leichte Hohlkreuz, Brustbein heben, Blick heben, Schultern zurück. Und mit der Ausatmung schieb dich zurück, mach den Rücken rund, Blick geht zum Bauchnabel. Einatmen, ins Hohlkreuz kommen, Brustbein heben, Blick heben und ausatmen. Mach dich so rund, wie du nur kannst, press den Boden von dir weg. Sehr gut. Einatmen, lade Freundlichkeit in dein Leben ein und ausatmen, lass alle Negativität los. Einatmen, lade Inspiration und Lebensfreude in dein Leben ein und ausatmen, lass alle Unsicherheit und allen Ballast entlastet los. Einatmen, lade Positivität ein. Und ausatmen, verabschiede dich von Traurigkeit und Sorgen. Einatmen, atme Kraft ein. Und ausatmen, lass zu, dass alle Erschöpfungen alles ein, deinen Körper fallen. Einatmen, komme den neutralen Vierfüßler. Und wir wollen jetzt in eine Variation von Katsuki gehen. Und mit der Einatmung, komm wieder ins Hohlkreuz, Blick heben. Und mit der Ausatmung schieb dich zurück, Gesäß dich und Fersen in die Haltung des Kindes. Einatmen, wieder nach vorne. Ins leichte Hohlkreuz, Blick heben, Schultern zurück. Und ausatmen, Bauch aktivieren und schieb dich zurück in Richtung Fersen. Genauso. Einatmen. Spür die Kreativität, deinen Körper flutet. Und ausatmen, lass Oberflächlichkeiten und Urteile los. Einatmen, komm nochmal nach vorne. Atme Zufriedenheit ein. Und ausatmen, löst dich von allen meinen Gedanken, die du hast. Einatmen, begrüße die Sonne und das Licht in dein Leben. Und ausatmen, verabschiede dich von Dunkelheit und Schatten. Und dann mit der nächsten Einatmung komm wieder in den neutralen Vierfüßler. Als nächste Übung möchte ich gerne mit euch in Anahatasana gehen. Das ist eine wunderbare Übung, um den Brustbereich und den Herzbereich zu öffnen. Dafür kommt wieder einmal in den neutralen Vierfüßler. Und achtet hier bitte noch einmal ganz korrekt darauf, dass eure Knie unter euren Hüften aufgerichtet sind. Und das auch im Rahmen der folgenden Übung bleiben. Einatmen hier. Mit der Ausatmung macht ihr mit der rechten und dann mit der linken einen riesigen Schritt nach vorne.
Und dann lasst ihr euren Oberkörper und eure Unterarme zu Boden sinken und legt die Stirn vom Boden ab. Tief einatmen und ausatmen. Euer Gesicht strebt nach oben und eure Hände pressen kraftvoll in die Matte. Um den Schulterbereich hier besser zu öffnen, könnt ihr euch einmal bemühen, die Schultern nach außen zu rotieren und eure Ellbogen beugen, also da, wo man ihr Blut abnehmen würde, hoch zum Himmel zu bringen. So könnt ihr vielleicht merken, wie sich euer Schulterraum noch besser öffnen kann. Atmet in die Länge eures Rückens ein und aus und spürt, wie ihr zwischen jedem Wirbelkörper noch ein bisschen mehr Platz schaffen könnt. Hände pressen in die Matte, ganz kraftvoll. Und alle Fortgeschrittenen im Baby können gerne nun ihre Brust zum Boden sinken lassen und das Kinn aufstellen und nach vorne schauen. Wir bleiben noch 4 Atemzüge hier. Atme ein, öffne die Brust und aus. Zieh nochmal den Rücken in die Länge, Hände pressen in die Matte. Einatmen hier. Und ausatmen, der Bauch will in Richtung Oberschenkel. Einatmen hier. Und ausatmen, lass die Brust zum Boden schmelzen. Ein letztes Mal. Einatmen hier und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung rollen wir wieder auf in den Vierfüßler und von hier aus wollen wir in unseren ersten Herabschauen hinein. Spreiz dafür deine Finger noch mehr gut auf, stülp die Zehen um und dann schieb dich zurück und schieb dein Becken in Richtung Himmel. Die Beine können erstmal großzügig gebeugt bleiben. Deine Hände sind weit aufgefächert und pressen gut in die Matte. Dein Blick geht zu deinen Knien und deine Ohren sind auf Höhe deiner Oberarme. Und hier beginne, wenn du magst, auf die Stelle zu laufen. Bring ein bisschen Bewegung rein. Weck deinen Körper auf. Mach genau das, was sich für dich gerade gut anfühlt. Und atme tief ein und aus. Und dann komm zur Mitte, finde Stille und versuche hier auch noch einmal, wie eben in Anahatasana, deine Ellbogenbeugen nach vorne und oben zu drehen und deine Schulter nach außen zu rotieren und deine Brust von der Idee hier in Richtung Knie zu schieben. Sehr gut. Ein letztes Mal einatmen hier. Und mit der Ausatmung, mit vielen kleinen Schritten, nach vorne durchlaufen und eben die ganze Vorbeugung Kopf und nach den Händen lassen. Atmen nochmal ein und lösen durch den Mund aus. Und dann beug deine Beine und mit der nächsten Einatmung roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Kopf und Schultern hängen ganz schwer nach unten. Dann mit der nächsten Einatmung roll die Schultern zurück und komm vorne an deiner Matte an. Komm an in diesen Tag. Und jetzt wollen wir noch eine wunderschöne Übung machen, um den Körper aufzuwärmen. Du kannst auch einfach am Anfang deiner Matte stehen bleiben. Ich drehe mich noch einmal zu dir. Yeah. Mit der Einatmung heb deine Arme über die Seite nach oben. Mit der Ausatmung beginne, über deinen Hinterkopf zu streichen mit beiden Händen. Über deine Schulter, über die Seiten deiner Rippen, über deinen unteren Rücken, über dein Gesäß, über die Rückseite deiner Oberschenkel, deine Kniekehlen, deine Wade, bis hinunter zu deinen Knöcheln.
Und dann strahlt von der Innenseite der hinauf, über den Knöchel, die Waden, die Innenseite deiner Knie, die Innenseite deiner Oberschenkel, über deinen unteren Bauch, über deine Brust, über deine Lunge und schlussendlich über dein Gesicht und wieder nach oben. Und mit der Ausatmung noch einmal genauso. Streich über deinen Hinterkopf, sag Hallo zu deinem Körper. Streich über deine Schultern, über deine weiblichen Rippen, über deinen unteren Rücken, über dein Gesäß, Oberschenkel, Rückseiten, Knie, Kehlen und Waden. Und wieder an der Innenseite hochstreichen und spür wirklich die Berührung und die Wärme deiner Hände auf deinen Körper. Streich über deine Brust, deinen Hals, dein Gesicht und Hände über den Kopf und ein letztes Mal so, über den Hinterkopf, über den Nacken, über die Schultern, über die Rippen, über den Hintern, über die Rückseite deiner Oberschenkel, über die Knie, über die Waden und an der Innenseite wieder hoch, über die Knie, Oberschenkel, Bauch, Brust, Hals und Kopf. Hervorragend. Und dann, falls du die Augen geschlossen hast, mach sie wieder auf und wir legen los, den Körper noch ein bisschen mehr aufzuwärmen mit einer Runde Sonnengrüße. Wir beginnen mit halben Sonnengrüßen und arbeiten uns dann bis zur ganzen vor. Hört einfach gut zu. Einatmen. Arme heben. Über den Kopf. Leg zu den Daumen. Ausatmen. Tauch ab in die Vorbeugung mit langen Rücken und gebeugten Beinen. Leg zu den Fingerspitzen. Einatmen, Handflächen zu den Schienbeinen bringen, Rücken lang ziehen. Ausatmen, schnell nach unten in die ganze Vorbeuge, Kopf hängen lassen. Einatmen, langen Rücken aufrichten. Ausatmen, Hände vors Herz. Noch zweimal so. Einatmen, Arme öffnen, nach oben, Blick folgt. Ausatmen mit gebeugten Beinen und ganz, ganz langen Rücken in die Vorbeuge abtauchen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, Hände zu den Schienbeinen, Rücken lang. Und ausatmen. Werde ganz hoch und sinke nach unten. Einatmen. Komm wieder nach oben, begrüße die Sonne. Und ausatmen, Hände vors Herz. Noch einmal so. Einatmen, Arm heben, ausatmen, in die ganze Vorbeuge, einatmen, halbe Vorbeuge, Bauch aktiv, Trizeps aktiv und ausatmen, in die ganze Vorbeuge, einatmen, mit langem Rücken hochkommen, in den Stand und ausatmen, was Herz. Und dann kommen wir in unseren ersten vollständigen Sonnengruß. Hier werden die einzelnen Asanas etwas länger halten und ich werde noch ein bisschen was dazu erklären. Einatmen, Arme heben, Blick zum Himmel. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein noch einen riesigen Schritt zurück. Knie und Fuß rücken erden und hier in den Ausfallschritt kommen. Achte hier darauf, dass dein Rücken ganz, ganz, ganz lang bleibt und dein Blick nach vorne geht. Presse deinen vorderen Fuß so gut du kannst in die Matte und richte dich hier auch nochmal gut auf. Und wenn du magst, roll auch hier nochmal die Schultern zurück und öffne den Brustkorb. Noch ein Atemzug hier. Und mit der Ausatmung Hände zum Boden und in den Liegestütz treten. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung senke die Knie zum Boden ab und lege ganz langsam und kraftvoll am Boden ab.
Einatmen. Roll die Schultern zurück. Ellenbogen ziehen hinter dem Körper zueinander. Füße pressen in die Matte. Ausatmen. Und mit der Einatmung hebt den Oberkörper. Blick nach vorne für die Kurve. Ausatmen, zurück zum Boden. Noch zweimal so. Einatmen, Schultern zurück in die Kobra. Und ausatmen, langsam abgeben. Einatmen. Noch ein letztes Mal Schultern zurück. Ellbogen ziehen zueinander. Und ausatmen, abgeben. Einatmen. Schieb dich zurück, stürzt die Zehen und komm in den herabschauenden Hund. Zwei Zwischenatemzüge hier. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung tritt mit dem rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Linkes Knie, linken Fuß mit dem Erden. Und komm auch hier in den Ausfallschritt. Genauso wie auf der anderen Seite. Roll nochmal die Schultern zurück. Öffne die Brust. Atme tief ein und aus. Und press auch nochmal hier den Fuß gut in die Matte. Und spüre, wie du dich auch richtig aufrichten kannst. Bauch bleibt weiterhin ganz aktiv. Lass dich nicht einfach auf deinen Oberschenkel ausruhen. Genau. Und stell dir nochmal vor, ich hätte an deinem Brustbein eine kleine Schnüre befestigt und würde dich zu mir ranziehen. Also nochmal. Brustbein nach vorne, Blick nach vorne, ganz, ganz stolz. Sehr gut. Ein letztes Mal einatmen hier. Und mit der Ausatmung tritt das linke neben das rechte Bein in die ganze Vorrunde. Und mit der Einatmung komm zurück in den Stand. Ausatmen, Hände vors Herz. Genauso nochmal. Einatmen. Hände über den Kopf. Blick zu den Daumen. Ausatmen. Tauch ab. Ganze Vorbeuge. Einatmen. Links Bein. Einen großen Schritt nach hinten. Linkes Knie. Linken Fuß mit dem Erden. Und eine hier in den Ausfallschritt kommen. Einatmen hier. Und ausatmen in die schiefe Ebene. Einatmen hier. Und ausatmen. Knie zum Boden und langsam ablegen. Einatmen, Schultern zurück. Kobra. Ausatmen, ablegen. Einatmen. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Zwei Atemzüge hier. Schieb dich kraftvoll vom Boden weg. Lass die Beine gerne noch leicht gebeugt, wenn du möchtest. Einatmen hier. Ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung schwing dein linkes Bein nach vorne zwischen die Hände. Rechtes Knie, rechten Fuß zu den Erden und hier wieder in den Ausfallschritt kommen. Auch hier wieder ganz stolz, ganz langer Rücken. Und versuch mal, den hinteren kleinen Zeh in Richtung Matte zu rollen. Fantastisch. Eine Einatmung hier. Ausatmen. Einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung rechten Fuß neben den linken in die ganze Vorbeuge. Und einatmen. In den Stand, ausatmen, Hände vors Herz. Wir machen das noch zweimal genauso, aber wir werden jetzt, um noch ein bisschen zu fordern, die Liegestützposition länger halten. Hört einfach gut zu. Einatmen. Arme heben, Blick zum Himmel. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, rechter Fuß tritt zurück. Rechtes Knie, rechten Fuß rücken wir ab. Ausatmen, in den Liegestütz.
Und wir bleiben hier für 5 Atemzüge. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, press die Hände gut in die Matte. Drückt euch wirklich vom Boden weg. Lasst euch nicht einfach so hier reinsinken. Hintern ist aktiv, Beine sind aktiv und die Ferse ziehen kraftvoll nach hinten. Versucht, die Rippen praktisch zueinander zu ziehen und den Bauch einzuziehen, als würdet ihr eine sehr enge Hose tragen. Noch einatmen hier. Ausatmen. Letztes Mal ein. Und mit der Ausatmung Knie zum Boden und absenken. Einatmen hoch. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen hier. Und lösend ausatmen. Einatmen, rechtes Bein nach vorne, zwischen die Hände. Linkes Knie, linken Fuß wird gerne in den Ausfallschritt. Ausatmen hier. Und mit der nächsten Einatmung treten wir jetzt vorne an die Matte und ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen, kommt nach oben in den Stand, ausatmen, Hände vor Herz. Ein letztes Mal so. Einatmen, ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen, linkes Bein zurück. Linkes Knie, linken Fuß rücken werden und hier in den Ausfallschritt kommen. Ausatmen. Schiefe Ebene. Und hier kommt einmal auch eure Unterarme in den Unterarmstütz. Sehr gut. Und wir bleiben hier für 5 Atemzüge. Und hier gilt genauso wie eben. Euer Körper ist steif wie ein Brett. Und wenn euch das zu anstrengend ist, dann bringt gerne die Knie zum Boden. Für alle anderen, schön durchhalten. 2 Atemzüge. Und dann rechte Hand zum Boden, linke Hand zum Boden, einatmen hier, ausatmen, den Bauch herankommen. Einatmen, Kobra. Ausatmung in den herabschauenden Hund. 2 Zwischenatemzüge. Mit der nächsten Einatmung linkes Bein nach vorne zwischen die Hände. Rechtes Knie, rechten Fuß zu den Erden. In den Ausfallschritt kommen. Und mit der Ausatmung Schritt nach vorne. In die ganze Vorbeuge. Und mit der nächsten Einatmung. Streck dich, werd groß und ausatmen, Hände vors Herz. Und dann bleib einen Moment hier stehen. Platziere eine Hand auf dein Herzen. Und vielleicht kannst du spüren, zumindest bei dir, wie dein Herz schneller schlägt. Wie deine Lebenskraft durch deinen Körper pulsiert. Und wie du dich schon an diesem frühen Morgen schon wirklich lebendig fühlen kannst. Und wie du vielleicht noch ein bisschen deine Bauchmuskeln fühlen kannst. Und nach 2 Atemzüge hier. Komm wieder in deiner Mitte an. Beruhig den Atem. Sehr schön. Und dann mit der nächsten Einatmung mach einen großen Schritt mit dem linken Bein nach hinten und komm einmal in eine gegrätschte Position. Hier achte mal drauf, dass deine Füße eher so stehen, also dass deine Zehen ganz, ganz leicht nach innen zeigen. Und hier aktiviere deine Beine so gut du kannst. Zieh deine Kniescheiben nach oben und stell dir wirklich vor, wie sich deine Muskeln ganz kraftvoll und deine Knochen wirklich so rumwrappen. Die Fußaußenkanten pressen in die Matte und geben dir genügend Stabilität für die Haltung. Einatmen, Arme zu den Seiten. Ausatmen, rechte Hand zur linken Fußaußenkante. Einatmen, Mitte. Ausatmen, linke Hand zur rechten Fußaußenkante. Und genauso weiter.
Einatmen, bitte. Ausatmen, rechte Hand zum linken Fuß. Einatmen, bitte. Ausatmen, linke Hand zum rechten Fuß. Und noch wieder sechsmal sein eigenes Tempo. Einatmen, Bauch aktivieren. Und ausatmen, nachdenken. Ein, bitte. Und aus. Nach rechts. Jeder dreimal. Noch ein letztes Mal nach links. Rechte Hand zum linken Bein. Und wieder einatmen, bitte. Und dann bringt er die Hände an die Hüften, beugt die Beine ganz leicht an und kommt mit ganz langem, geradem Rücken in die Vorbeuge, in die gegrätschte Vorbeuge und bringt die Handflächen in Richtung Matte. Wenn ihr nicht tief genug seid, auf die Dehnung nicht reicht, dann drückt die Beine gerne weiter auseinander. Aber denkt dran, Fuß Außenkante pressen in die Matte, Beine sind aktiv. Blick geht zwischen den Beinen durch und Kopfkrone zieht ganz schwer zum Boden. Die Ellenbogen ziehen nach hinten durch die Beine durch. Und euer Gesäß strebt ganz kraftvoll zum Himmel, aktiviert nochmal die Beine, zieht die Kniescheiben hoch. Sehr gut. Drei Atemzüge hier. Spürt eine komplette Leichtigkeit im Oberkörper. Und spürt die Kraft und die Stabilität in euren Beinen. Streckt eure Beine so gut wie ihr könnt. Und mit der nächsten Einatmung richtet euch ganz langsam wieder etwas auf, beugt die Beine an, Hände an die Hüfte und dann kommt ganz langsam wieder in den Stand. Sehr gut. Bringt eure Füße jetzt gerne ein bisschen zickzackmäßig zusammen. Und dann kommen wir in eine wunderschöne Balancehaltung. Und zwar heißt sie auf Englisch Figure 4. Ich weiß ja nicht genau, wie die deutsche Übersetzung ist, aber ne? Gut. Wir beginnen. Ab dem rechten Bein. Bringt erstmal eure ganze Aufmerksamkeit in euer rechtes Bein. Spürt, wie euer ganzer Fuß gut am Boden geerdet ist. Ihr könnt aber ein bisschen nach vorne, nach hinten wippen. Ihr könnt mal sehen, wo ihr es wirklich schafft, den ganzen Fuß zu erden. Sehr gut. Und dann mit dem nächsten Einatmen bringt euer linkes Bein nach oben und legt den linken Knöchel mit geflextem Fuß über eurem rechten Knie ab. Sehr schön. Hände vors Herz. Und nun beugen wir unser Standbein, unser rechtes Bein. Unser Hintern schiebt nach hinten. Genau. Und hier roll bitte nochmal die Schultern zurück. Hände pressen ineinander, Brust öffnet sich. Und stell dir mal bitte vor, wie praktisch deine Sitzbeinhöcker auseinanderstreben. Ganz genau, das hilft mir manchmal sehr. Und hier aktiviere nochmal dein Zentrum. Versuch dir mal vorzustellen, du möchtest gerne den Reißverschluss von der Hose schließen, die nicht wirklich passt. So, saug nochmal deinen Bauch ein, bring Aktivität in deinen ganzen Körper. Und wenn du merkst, oh ja, da geht noch mehr, dann beug deinen Standbein noch ein bisschen mehr. Achte darauf, die Ausrichtung im Oberkörper nicht zu verlieren. Sehr schön. Atme tief ein und aus. Und am besten suchst du dir so eine Art Fokuspunkt, wo du auch gucken kannst, am besten etwas, was dich nicht bewegt. Wenn du einatmest hier, spür, wie dein rechtes Bein arbeitet, um dich in der Balance zu halten. Und dann richte dich ganz langsam wieder auf. Auf den linken Fuß zum Boden. Und dann einmal die Beine ausschütteln. Sehr schön. Und dann wollen wir das Ganze auch nochmal auf der linken Seite machen. Bring dazu erstmal den ganzen Fokus auf dein linkes Bein. Erde den ganzen Fuß gut. Und dann hebt ganz langsam dein rechtes Bein. Und
legt das rechte Bein geflext über das linke Knie. Und auch hier Hände vors Herz und dein linkes Bein, dein Standbein beugen. Spür die Öffnung in der Hüfte auf der rechten Seite. Atme tief ein und aus. Machen wir hier Schultern zurück. Hände pressen ineinander und helfen dir, dich aufzurichten. Sitzbein perfekt, ziehen auseinander. Der Rücken ist ganz, ganz lang, Blick geht nach vorne. Und spürt ihr auch, wie dein linkes Bein arbeitet, um dich in der Balance zu halten. Und wenn das auf der einen Seite nicht so gut klappt wie auf der anderen, ist das gar kein Problem. Man muss es einfach ein bisschen üben. Einatmen und ausatmen, fokussiere dich. Finde inneres Gleichgewicht und eine Harmonie in den Bewegungen. Und wieder Bauch aktivieren. Fantastisch. Einmal tief einatmen hier. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in den Stand. Schüttel an den Beinen aus, die Hände auf. Sehr gut. Komm an den Anfang deiner Matte. Einatmung, Arme über den Kopf. Ausatmen, abtauchen in die ganze Vorbeuge. Einatmen, Schritt zurück in die Schüsselebene. Ausatmen, Knie zum Boden absenken. Einatmen in die Kobra, Schultern, Ellbogen zurück. Und ausatmen, schieb dich in den herabschauenden Hund. Und bring jetzt hier einmal direkt dein Knie zum Boden. Und komm für ein paar Atemzüge in die Haltung des Kindes. Die Arme können lang nach vorne ziehen oder neben dem Körper liegen, Stirn liegt am Boden auf und dein Gesicht zieht in Richtung Fersen. Spür dein Herz schlagen. Spür deinen Atem. Spür, wie warm sich dein Körper jetzt anfühlt. Vertief deinen Atem nochmal. Atme tief in den Bauch ein und spüre, wie dein Bauch sich gegen deine Oberschenkel drückt. Und ausatmen. Ein letztes Mal ein. Und aus. Und dann roll ich hier ganz langsam wieder auf und komm erstmal in eine kniende Position. Wir wollen jetzt noch eine Balanceübung machen. Und zwar eine Variation von Vashisthasana, dem Seitwinkelstütz. Ich werde euch einmal zeigen, wie wir da reingehen und dann wirken wir das gemeinsam einmal nach in Ordnung. Gut, wir beginnen. In Vierfüßlerstand. Ihr beginnt, indem ihr das linke Bein nach hinten streckt und den Fuß parallel zur hinteren Mattenkante aufsetzt. Euer rechtes Knie bleibt, wo es ist. Und jetzt achtet mal darauf, dass ihr rechtes Handgelenk, rechtes Knie und linkes Fußgewölbe in einer Reihe aufgerichtet habt. Und dann öffnet ihr den linken Arm nach oben und kommt in Vashisthasana. Sehr schön, wir gehen dann heute mal rein. Kommt ihr jetzt bitte auf einmal alle in den Vierfüßler. Dann, linkes Bein nach hinten. Fuß parallel zur hinteren Mattenkante. Nochmal Handgelenk, Knie und Fußgewölbe auf eine Richtung ausrichten. Und dann, linken Arm heben, in Vashisthasana, in Seitliegestütz. Blick nach oben oder nach vorne. Und versucht hier nochmal wirklich euer Becken zu heben und wirklich zu öffnen, zum Himmel zu öffnen. Sehr gut. Fünf Atemzüge hier. Und wenn ihr das Gefühl habt, euer Handgelenk tut super doll weh, dann könnt ihr auch gerne hier in der Faust machen. Oder probiert allgemein mal euer Gewicht besser auf eure drei Kontaktpunkte mit der Matte zu verlagern. Versucht mal mit dem Knie oder mit dem hinteren Fuß mehr Gewicht aufzunehmen. Noch einmal hier einatmen, öffnen euch. Mit der Ausatmung kommt zurück in den Vierfüßler.
Und dann machen wir das Ganze einmal auf der anderen Seite. Ich drehe dich einmal flott, ihr wenn ihr seid. Jetzt kommt das rechte Bein nach hinten, seitlich quer aufgestellt. Und hier öffnet ihr jetzt den linken Arm, öffnet euch nach oben. Hinteres Bein ist ganz, ganz, ganz aktiv und presst in die Matte. Brust ist weit und offen und ihr atmet tief ein und tief aus. Und beim nächsten Mal einatmen möchte ich, dass ihr so einatmet, als würdet ihr das erste Mal in eurem Leben einatmen. Noch zwei Atemzüge hier. Hüfte zieht nach oben. Genau. Der ganze Körper ist aktiv, Bauch aktiv. Und dann kommt von hier aus wieder in den Vierfüßler und schiebt euch einen kurzen Moment wieder zurück in die Haltung des Kindes, um diese Übung nachzuspüren. Noch drei tiefe Atemzüge hier. Ein und aus. Und ein und aus. Und dann richtet euch auf und kommt ganz langsam in Rückenlage. Stellt die Fersen etwa so weit von eurem Gesäß auf, dass ihr sie fast berühren könnt. Und wir wollen jetzt in die Brücke gehen, aber auf eine dynamische Art und Weise. Hört gut zu. Einatmen. Becken heben, Arme gleichzeitig über den Kopf heben. Und ausatmen, Becken absenken, Hände im gleichen Tempo wieder neben den Körper. Genauso. Einatmen. Becken heben, Arme über den Kopf, bitte ganz, ganz lang. Und ausatmen, Arme neben den Körper. Einatmen, Becken heben, ganz, ganz lang werden. Ausatmen, Wirbel für Wirbel absenken. Jeder noch viermal in seinem eigenen Tempo. Einatmen, genieße hier die Synchronität von Atem und Bewegung. Ausatmen zum Boden. Einatmen, reite wirklich auf dieser Welle von deinem Atem. Ausatmen. Zweimal ein und aus und ein und aus. Und dann lass die Hände neben dem Körper liegen und lass deine Beine wie so zwei Scheibenwischer von links nach rechts. Spür, wie diese Bewegung die Muskulatur deiner Beine massiert. Atme tief ein, aus. Noch zweimal genauso. Lass deinen Bauchmuskel dir helfen im Aufrichten der Beine. Sehr gut. Und dann leg dich nochmal lang am Boden ab. Und bevor wir unsere Endentspannung gehen, machen wir noch einen wundervollen Side-Stretch. Man nimmt auch die Bananenhaltung. Dafür. Bring jetzt einmal deine Beine zur rechten Mattenkante. Genau. Und dann ruckel auch dein Oberkörper in Richtung der rechten Mattenkante und streck deine Arme über den Kopf, sodass du praktisch jetzt die Form einer schönen Banane hast. Das kannst du jetzt schon merken, wie die Dehnung hier in der linken Körperhälfte sich intensiviert. Für alle, die noch ein bisschen mehr wollen, ihr könnt gerne mit der rechten Hand das linke Handgelenk greifen und den linken Arm ein Stückchen mehr zur rechten Seite ziehen. Oder für alle, die noch mehr wollen, den linken Knöchel über den rechten Kreuz. Und dann atme ich hier tief in die linke Körperseite ein. Lass den Atem sich wirklich von den Fingerspitzen bis zu den Fußspitzen ausbreiten.
Noch drei Atemzüge hier. Lang und lösend ausatmen. Ein und aus. Und ein und aus. Und dann nimm es alles auf, drück ihn zurück zur Mitte und dann bring deine beiden Beine nach links. Drücke den Oberkörper nach links und streck die Arme über den Kopf und nimm auch hier wieder die Form an der Banane ein. Wenn du magst, darf die linke Hand gerne das rechte Handgelenk greifen und der rechte Knöchel über den linken Kreuz werden. Und nochmal hier 5 Atemzüge in die Seitdehnung. Und löse dich jetzt Stück für Stück davon, bewusst ein- und auszuatmen. So, beobachte hier, wann der Impuls fürs Einatmen und wann der Impuls fürs Ausatmen kommt. Und gib dich einfach diesen Rhythmus wieder hin. Alles Anstrengende für diesen Morgen liegt jetzt erstmal hinter dir. Einmal einatmen. Und aus. Und dann löse auch hier auf und leg dich noch einmal kurz in Shavasana. Die Beine liegen hüftbreit oder breiter, die Arme bequem neben dem Körper. Und du ruhst ganz schwer auf deiner Matte. Spür, wie dein Herz schlägt. Und spür, wie der Atem in dich hinein und wieder aus dir hinaus fließt. Bleibe noch ein paar Momente hier und genieße die Ruhe. Genieße diesen Moment der Stille, bevor du gleich aufstehst und in den Tag hinausgehst. Nutze diese Zeit, die dir jetzt gerade noch bleibt und setze dir vielleicht schon mal eine Intention, wie du den heutigen Tag gestalten möchtest und welche Qualität in dir du heute besonders ausleben möchtest. Vielleicht möchtest du heute besonders kreativ sein oder du möchtest heute besonders mutig sein oder eben besonders liebevoll. Noch einen Moment hier der Ruhe und Stille. Und dann bring ganz langsam wieder Leben in deinen Körper und beweg die Füße, beweg die Hände. Und dann roll dich nochmal auf deine liebste Seite und kuschel dich nochmal ein. Und nimm dir nochmal einen kleinen Moment hier und spüre deinen Körper. Und solange du hier noch so bequem eingekuschelt liegst, möchte ich gerne noch einen Gedanken mit dir teilen. Das Leben stellt uns vor unzählige Herausforderungen. Erfahrungen wollen gesammelt werden. Dinge müssen gelernt, Meinungen überdacht und Ziele verwirklicht werden. Aber jeder Morgen ist ein Neustart. Und jeden Morgen können wir neu entscheiden, uns den Herausforderungen des Lebens mit einem Lächeln zu stellen. Wir können uns jeden Morgen neu entscheiden, die Welt zu dem Ort zu machen, an dem wir leben möchten. Wir haben die Wahl und wir haben das Potenzial. Unsere Welt und unser Leben zum Besseren zu wandeln. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Lebewesen Glück
und Harmonie in ihrem Leben erfahren. Und mit diesen Gedanken richtet euch langsam auf und kommt nochmal ins Sitzen. Spürt nochmal, wie ihr hier auf der Matte sitzt. Bringt die Hände nochmal vors Herz. Und bevor wir jetzt alle die Augen öffnen und in unseren Tag starten und all die tollen Dinge vollbringen, die wir heute noch vollbringen werden, dann möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Und natürlich auch möchte ich mich bei der Public Climate School bedanken für die fantastische Arbeit, die bereits in den letzten Tagen geleistet wurde und die jetzt in den nächsten Tagen noch geleistet wird. Ihr seid super wichtig und ich freue mich, dass es Leute gibt, die sich für das Klima und für den Wandel zu einer besseren Welt einsetzen. In diesem Sinne, Namaste und habt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bye!